Einst wurden sie abschätzig belächelt, aber das ist lange vorbei. Kennen Sie noch die Krautrocker? Die Briten haben sich den Namen ausgedacht für eine Reihe junger deutscher Musiker, die in den 70ern zuerst Songs englischer Bands nachgespielt haben. Einer der bekanntesten Vertreter ist der Gitarrist Michael Rother, verehrt von David Bowie und den Red Hot Chili Peppers. Er hat ganze Musikergenerationen geprägt und gerade wurden 4 seiner Soloalben wieder aufgelegt. Unser Reporter Bertrand Luth hat Michael Rother am Wochenende bei einem Konzert in Paris getroffen. Er spielte 6 Monate lang in der allerersten Besetzung von Kraftwerk. Doch der Aufstieg in den Olymp des Deutschrocks der 70er Jahre gelang Michael Rother mit der Zwei-Mann-Band neu. Klaus Dinger und ich, wir waren beide keine Instrumentalisten, die eine großartige Fertigkeit an dem Instrument beherrschten, sondern das Entscheidende waren unsere Ideen. Die experimentellen Klangwelten von Neu, der Mix aus Rothers sphärischen Gitarrenklängen und Klaus Dingers Motorik-Schlagzeugrhythmen galten als einzigartig. Ihn zeichnete aus, dass er die Idee einer ganzen Musik auch im Schlagzeugspiel verkörperte, so wie ich in meinem Gitarrenspiel oder auf den anderen Instrumenten, die ich dann in die Hand genommen habe, auch für eine ganze Idee stand. Außer Neu hat Rother der elektronischen Musik auch noch eine weitere Kultformation namens Harmonia beschert. Manche sehen in ihm den letzten hochrangigen Vertreter des sogenannten Krautrocks. Eine Einordnung, die ihm nicht unbedingt behagt. Die Unterschiede sind so groß und das ist das Einzige, worum ich dann eigentlich bitte, dass, wenn man schon ein Etikett benutzt, man auch bereit ist zu sehen, dass es sehr heterogene, sehr unterschiedliche Musiker sind, die da zusammengefasst werden. Damit sagen wir Tschüss. Hier bei Reh erfahren Sie gleich, wie Schäfer dafür kämpfen, ihren Beruf zu retten. Und um 20.15 Uhr Feiertagskino mit John Maddens Kostümfilm Ihre Majestät, Mrs. Brown. Wir sehen uns morgen wieder. Kommen Sie gut in die Woche, wenn Sie morgen wieder ran müssen. Ademar.